Lasst uns gemeinsam ein roh-veganes Bärlauchpesto machen. Los geht's! Ich freue mich sehr, dass du in diesem Video wieder mit dabei bist und mit mir gemeinsam heute ein Bärlauchpesto zubereitest. Es ist ein wirklich extrem simples Rezept. Du brauchst dafür 140 Gramm Bärlauch, 250 Milliliter kaltgepresstes Olivenöl und eine Tasse voll Pinienkerne. Du kannst statt Pinienkerne auch Walnüsse nehmen. Die passen auch wirklich sehr, sehr, sehr gut zu einem Bärlauchpesto dazu. Im Prinzip ist es ganz einfach. Wir schneiden jetzt die Bärlauchblätter so ein bisschen klein, dass sich der Mixer nicht ganz so plagt. Geben das Öl hinzu, geben die Kerne hinzu, mixen das Ganze und füllen es in Gläser ab. Das war's dann auch schon. Komm mit und lass uns loslegen. So schnell ist unser Bärlauchpesto schon fertig. Jetzt müssen wir es noch in ein Glas füllen und dann verzehren. Bärlauchpesto kannst du in verschiedenen Varianten zu dir nehmen. Du kannst zum Beispiel Nudeln draus machen. Die macht man aus eventuell Rettich, aus Gurken, aus Zucchini. Nimmst einfach einen Spiralschneider und drehst die quasi auf. Dann hast du normales Pesto, also Nudeln mit Pesto. Was ich aber gerne mache, ist, ich gebe es zum Beispiel in meinen Salat rein. Oder wenn ich ein Rohkostbrot gemacht habe, schmiere ich es mir gerne aufs Brot drauf. Also es gibt extrem viele verschiedene Varianten, wie du dieses Bärlauchpesto essen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, genieße es und hab einen mega schönen Tag. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir auch gerne noch einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und drück auf mein Glöckchen. Bis bald!